seid ihr gekommen? Seid ihr gekommen, um... Natürlich.
Nenne ich euch Retter, Erlöser, Freund oder Verrückte? Noch nie ist jemand, der mich befreien wollte, so weit gekommen wie ihr. Euer Wille muss eisern und eure Kräfte überragend sein. Nein, ihr seid nicht verrückt. Ihr seid mutig. Ihr habt ein Ziel vor Augen. Ihr seid von einer edlen Idee erfüllt. Ihr wisst, dass Freiheit mehr bedeutet, als aus modrigen Mauern zu entkommen. Ja, wenn es euch gelingt, mich zu befreien, dann beginnt es. Erst wenn ich frei bin, kann die Freiheit selbst ihren Siegeszug durch dies geschundene Land antreten. Doch denkt daran, was ich euch in Arktvent sagte. Ihr müsst die drei Seraphim unschädlich machen, die den Bannzauber aufrechterhalten. Erst dann könnt ihr zu meiner Zelle vordringen. Und beeilt euch. Ich taumel vor der Begierde, frei zu sein. Zum Genuss, den diese Freiheit mir beschert. Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde.
Das war der letzte. Wisst ihr, seit 1000 Jahren sehne ich mich nach diesem Augenblick. Und nun merke ich, dass Äonen nicht ausreichen würden, um ihn vollends zu genießen. Durchaus, ich bin erfreut, euch zu sehen. Ihr habt mich beeindruckt. Getötet, ja? Diese widerliche Marder hat Mersul getötet? Was habe ich ihm nur getan, dass er mir auf diese Weise seinen Respekt zollt? Baratheon wird wissen, dass ihr hier seid. Oder es zumindest erahnen. Und sobald ich einen Fuß auf freien Boden gesetzt habe, wird er versuchen, mich zu beseitigen. Übrigens, falls euch daran gelegen ist, mehr über mich in Erfahrung zu bringen, dann könntet ihr dieses Buch hier lesen. Gehen wir aus diesen vier Wänden heraus. Ich will keine Sekunde länger hier verweilen.
Narantula Rantea, was im Namen der sieben Götter geht hier vor sich? Ah, Erzseraph Arastor, die linke Hand der Götter höchst selbst. Nun, wie soll ich sagen, ich erfülle nun gerade einen lang gehegten Wunsch. Niemand kann aus der Gefangenschaft der Lichtgeborenen entfliehen. Kehr zurück, das ist kein Spiel, Arantia. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Und zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Ich werde mich euch nicht fühlen. Damit besiegelt ihr euer Schicksal. Manchmal muss der Schicksalshand eben geführt werden. Ihr seid töricht. Denkt ihr, ihr könnt einfach so hier herausspazieren? Ist euch bewusst, was ihr da getan habt, Sterblicher? Narantul Arantial hat gegen die göttliche Ordnung gehandelt. Er wurde nicht umsonst von den Göttern zu dieser Strafe verurteilt. Er hat einen Gott getötet, den Schöpfer und das Licht verraten, sowie eine hohe Zahl an Menschen ermordet. Er wurde im Konzil der Lichtgeborenen von 6 Göttern für schuldig befunden und muss diese Strafe bis an sein Lebensende verbüßen. Nun kommt ihr und befreit diesen Verräter von seinen Ketten? Im Namen der Lichtgeborenen verurteile ich euch beide hiermit zum Tode. Die Götter werden euch strafen. Damit geht der letzte Erzseraph dahin. Genau hier wollte ich hin. Wisst ihr, was dies für ein Ort ist? Hier, an dieser Stätte ruhen die Gebeine meiner geliebten Celara. Ganz gleich, was Arkt, dieser Narr in Stormwind, gesagt hat. Er ist schuld daran, dass ich sterben musste. Meine Celara. Ich sollte damals im Auftrag der Lichtgeborenen diesen zu Unrecht privilegierten Pack von Gaunern ein Artefakt namens Seelenschinder bergen. Ja, ihr hört richtig. Ich war den Göttlichen einst untertan. Celara kam mit mir. Doch die Lichtgeborenen vertrauen niemandem voll und ganz, der nicht zu ihrem heuchlerischen, erlauchten Reigen gehört. Und deshalb wurden wir vom damaligen Erzseraph Arkt begleitet. Wisst ihr, das klingt vielleicht merkwürdig, aber manchmal hasst man den Menschen am meisten, den man auch am meisten liebt. Denn er ist der Einzige, der einen wirklich verletzen kann. Und ich habe Celara am meisten geliebt. Wenn aus Liebe Schmerz wird, wandelt sich der Schmerz schnell zu loderndem Hass. Ihr könnt das nicht verstehen. Opfert man sich denen auf, die man liebt, wird es am Ende nur dazu führen, dass man die hasst, denen man sich aufgeopfert hat. Ich habe wohl einige Fehler in meinem Leben begangen, aber meine Liebste zu bestrafen, war der größte von allen. Ich habe die einzige Frau, die ich je liebte, zum Tode verurteilt. Seitdem ist Celaras Seele an jenes Schwert gebunden. Noch heute liegt es mit Sicherheit dort, wo ich es damals fallen ließ, als der Zorn sich legte und mir zu Bewusstsein kam, was ich angerichtet hatte. Die Klinge wurde vom ersten Schattengott, dem ersten Tel Imaltat, geschmiedet und ein Teil seines Geistes ist noch immer darin gefangen. Das ist auch der Grund, warum die Götter das Schwert haben wollten. Sie fürchten sich davor. Der Seelenschinder ist das Werkzeug des Tel Imaltat, welcher dereinst die Ehre haben wird, der lichtgeborenen Untergang zu sein. Ich werde ihr Untergang sein. Die Klinge liegt nicht weit von hier. Oh, ich darbe danach, sie wieder zu führen und mit dem Geist meiner Geliebten eins zu werden. Um das wieder gut zu machen, was ich ihr einst angetan habe. Moment. Spürt ihr das auch? Ha! Schinderkram!
Naranzul Arantial, was im Namen der sieben Götter geht hier vor sich? Ah, Erzseraph Arasdor. Die linke Hand der Götter höchst selbst. Nun, wie soll ich sagen, ich erfülle nun gerade einen lang gehegten Wunsch. Niemand kann aus der Gefangenschaft der Lichtgeborenen entfliehen. Kehr zurück, das ist kein Spiel, Arantial. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Und zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Ich werde mich euch nicht fügen. Damit besiegelt ihr euer Schicksal. Manchmal muss der Schicksalshand eben geführt werden. Ihr seid töricht. Denkt ihr, ihr könnt einfach so hier herausspazieren? Ist euch bewusst, was er im Nacken... Die Götter werden euch strafen! Damit